Ja, hey, willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3 Warped. Und jetzt hört er auf mit einem Jojo, verdammt. Ja, in der letzten Folge haben wir die ersten drei Level gemacht. Laufen wir einfach casually dahin. Und haben alle Edelsteine und Kristalle geholt. Bis jetzt. Sehr gut, ne? Bin ich auch. Und ich würde mal sagen, ich zeige euch mal, wie das hier im Zeitmodus abläuft. Ich glaube, das wird aber auch nochmal erklärt, bevor wir da reingehen, ne? Und zwar, die Level können wir ja super machen. Ich glaube, da gibt es auch Kisten, die man kaputt machen muss, ne? Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Uka, Uka und Cortex wollen, dass Tiny Kristalle ins Kolosseum in Rom bringt. Crash, gib sie Tiny oder Crash wird zerquetscht. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass mir jemand erklärt, wie die Dinger hier gehen. Nicht dich. Hätte ihn, glaube ich, so überschrieben, ne? Ja, genau, man muss diese Ruhe aufsammeln und dann einfach nur rennen. Ich zeige euch das mal. So, jetzt kann das Rennen hier nützlich sein. Hilfe! Oh, ne. Akku, Akku war da. Leck mich, ist das schnell. Aqua und ich brauche ich. Boah, hab ich nicht gegen die Wand da knallt. Ich habe 41 Sekunden oder so, war, was ich erreichen musste. Nein, wie bin ich nach drunter gelaufen? Boah, Speedrun! Ich gehe direkt darauf. Boah, wenn ich jetzt da runtergefallen wäre. Ne? So, da waren 35 Sekunden. Ich glaube, das war nicht so gut. Ja, das hätte noch viel besser sein können. Egal. Für ein Ding reicht das, ne? Ah, nur Dingens. Ja. Was ich hier. Ja, das war schon mal das erste Relikt. Aber wahrscheinlich muss man hier alles in Gold oder Platin holen, was. Ja, das wird nervig. Also irgendwann muss ich so oder so wieder hier reinrennen, ne? So. 27 Watt? Wie soll ich denn das machen? Egal, machen wir jetzt einfach so weiter. Und zwar Level Nummer 4, Boneyard. Ich habe gar nicht die Titel von den letzten Level ja alle vorgelesen, verdammt. Wie kann ich nur? So, wie viele Dinge haben wir hier? 66, das ist auch machbar, oder? Boah, eine wegrennen Level. Boah. Crash, guck mich nein. Ja, früher waren es Bären und Jana Jones Felsbrocken, jetzt sind es Dinosaurier natürlich. Was ich übrigens noch nicht erwähnt habe. Ja, der Sound, der war schon wieder im ersten Part ein bisschen zu laut gemacht eigentlich. Wieso läuft immer im ersten Part irgendwas schief? Vor allem im Sound. Ich mache es immer wieder. Aber es konnte ja nicht perfekt sein, ne? Ich fand, der Sound war wieder schon ein bisschen zu laut. Wahrscheinlich ist er in dem Fall immer noch zu laut. Keine Ahnung. Der springt automatisch ein bisschen weiter. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig jetzt. Aber naja. Akku, Akku. Hier, frisst den Schmetterling. Dann verändert sich seine Farbe. Na, hat jemand die Anspielung gecheckt? Echt? Bist dich. So, und hier braucht man den roten Edelstein anscheinend. Das heißt, ich kann wahrscheinlich nicht mal alle Dinger bekommen. Alle Kisten. Aber mal gucken. So einen kann ich auf jeden Fall schon mal nicht bekommen. Für die, die es nicht wissen und jetzt noch neu in Crash Bandicoot-Territorium sind, wenn man nicht stirbt und dann eine bestimmte Plattform erreicht, dann zeigen sich einige Plattformen und ja. Die kann man dann betreten, um irgendwelche, weiß ich nicht, so Challenges zu machen. Da kriegt man meistens auch irgendwelche, irgendwelche Edelsteine. So, und hier nicht alle kaputt machen, wenn es geht. Oh, klappt sogar. Aber davon ist noch keiner aufgetaucht. Also müssen wir uns da noch keine Sorgen machen.
So. Ich hole mir sowieso erstmal die ganzen Edelsteine als erstes. Relikte, die werden wahrscheinlich noch am Ende kommen. Oder ich mache die offscreen, weil es ist eigentlich nichts anderes, als die Level nochmal zu gucken. Irgendwann werden die sowieso einfach, wo ich keinen Plan habe, wie ich diese Pura-Level hier, also diese, wenn man hier mit so einem Puma hier durch die Gegend rennt, machen soll. Ich habe übrigens deshalb, ja. Boah, solche Präzisionssprünge werden jetzt, glaube ich, ein bisschen unmöglicher sein. Also so purer Level, weiß ich nicht, wie ich die auf Platin machen soll, weil 27 Sekunden war doch ein bisschen heftig. Da müsste ich ja die ganze Zeit Kreis drücken. Ne, ich hätte aber 1 drücken können, ne? Einfach nur durchrennen können. Wie blöder, aber das war schon ein bisschen schwierig. So, 6 Dinger noch. Ne, 8 eigentlich. Ich nicht schreschen kann, okay. Schon spät abends, 18 Uhr. Also, Entschuldigung. Aber was war das für ein Geräusch? So, ich wäre schon froh, wenn ich jeden Edelstein hier bekomme. You're kidding me. Ah. Ausgerechnet am Ende, ja. Wenn ich diese Kack-Dingens hier aktivieren muss und sicherstellen muss, dass ich das Nitro-Ding aktivieren konnte. Ah. Ihr könntet mich doch mal. Was mache ich hier eigentlich? Das Ding schon. So, raus hier. Bams. Boah. Unnötig. Oh, 7 Minuten. Kristall, Edelstein. Perfekt. Zumindest 8% haben den 9% mit den Relikt. Boah, die Musik habe ich so vermisst. Wollte eigentlich die gleiche, ist nur geremixed. Aber wie viel Prozent haben wir? 9. Yay. Und jetzt haben wir noch eine Koko-Level, und zwar Making Waves. Ein neues Spielelement in dem Spiel. Und zwar Wasser, wie auch immer man die Dinger nennt, Level. Keine Ahnung. Okay, hier sind 37. Wie macht man das hier nochmal? X, okay. Ja, da geradeaus. Nee, nicht geradeaus, aber... So, der Fall zeigt uns hin, wo wir hin müssen. Und hier müssen wir auch natürlich alle Kisten sammeln. Es sieht auf den ersten Blick ein bisschen Open World aus, aber ist sehr geradlinig hier. Also ja, würde ich auch schon erstmal kriegen. Ich will nur gerne die Kamera so umdrehen können auf den ersten Blick, aber muss ich für beschleunigen. Und das ist vielleicht manchmal nicht so gut. Vielleicht sind einige Kisten so hinter solchen Hilfe! Vor dem müssen wir aufpassen, mit Klatschstein mit dem Paddel weg. Brutal! So. Die Level könnte ich mir schon eher vorstellen, dass man Relikt bekommt. So, was machen die denn? Gar nichts, okay. Da ist der Kristall, wir sind schon gleich fertig. Bams. Relativ schnell, ne? Also entweder ist der Teil ein bisschen einfacher oder bin schon sehr gut in Übung, wo ich schon wieder zum ersten Mal analog spielen. Früher als Kind habe ich eigentlich mit Steuerkreuz gespielt. Boah! Keine Ahnung, wie ich den ausgewichen bin, aber ich bin's. Lobet mich. So, 8 Dinger noch. Yay. So, Cortex hat jetzt mittlerweile seine eigene Insel anscheinend. Welcher Zeit sind wir jetzt eigentlich? Manchmal sind wir gar nicht in einer anderen Zeit, oder? Ey! Wie? Das ist doch jetzt nicht an einer einzigen Kiste hier. Nein! Oh Mann! Hi! Au! Voll brutal!
arme Mädchen hier mit dem Paddel gehauen. Wenn sie da unten ertrinken, den habe ich erwischt. Den auch nicht, was zum Teufel. Jetzt aber. Und jetzt aber. Und jetzt weiß ich auch wieder, was dieses Dingen ist hier, was ich in Crashs Haus gesehen habe. Weil irgendwie wie so ein Surfboard aussah. Das war ja auch im zweiten Teil. Hab ich ganz vergessen. Und diesen Mann. Und diesen Wasserlevel. Ne, nicht Wasserlevel, aber ist schon. Mit der Musik. Ihr wisst jetzt, was ich meine. Ja, okay. Mann, jawohl. Ich dachte, ich habe ihn schon wieder nicht getroffen. So hat war es jetzt aber, ne? War es jetzt, komm schon, ja, sind die zwei Level. Level, Kisten, passt. Raus hier. Keine Ahnung, könnte glaube ich nicht schaden, in so Relikt-Level mit Akku reinzurennen. So, Kristall, ein Gem, fertig, danke, tschüss. So, und dann machen wir unseren ersten Boss jetzt mal. Und zwar Tiny Tiger. Den kennen wir ja schon aus dem zweiten Teil. Crash, Coco, stahlen die Kristalle. Tiny bringt sie zurück in die Gladiatoren-Arena. Eigentlich stehen wir sie nicht, wir holen sie nur vor euch. Hat das schon mal jemand bedacht? Wir holen sie uns nur, bevor ihr sie euch holt. Das ist nicht stehlen. So, richtig geil ist hier, finde ich. Wenn er auch nur so schwierig wäre. Ja, rüberkommt. Eigentlich ist auch voll einfach. Genauso wie im zweiten. So, komm her. Na? Der kann immer noch nur noch springen. Guck ich die Muskeln an. Was macht der? Springt. Wenn wir am ersten Teil, was macht er eigentlich dann? Boah, ein Tiger ruft Löwen zur Hilfe. Das ist auch irgendwie fad. Weil ich nicht verstehe. Ah! Weg! Geht weg! Geht weg, hab ich gesagt. So. Ist noch ein Treffer. Habe ich absichtlich gemacht, weil das haben wir zum letzten Mal gesehen. Super Bauchlandung. Für stärkere Bauchlandung drücke Sprungtaste X und Kreis am höchsten Sprungpunkt. Weiter mit Dreieck. Was ein bisschen unlogisch ist. Weil wir sind noch keine Sachen begegnet, die wir nur so erledigen können. Ob wir jetzt das oder das gehabt hätten, wäre irgendwie egal. Gut gemacht, Kinder. Durch euren Sieg über Tiny habt ihr die Pforte in die nächste Zeitzone geöffnet. Kehrt in die Mitte dieses Zeitwirbels zurück, um zu speichern. Daraufhin wird die Pforte in die zweite Zeitzone geöffnet. Wow. Awesome, what? So. Wir haben es ein bisschen einfacher gemacht mit dem Boss-Rematches. So, man kann nämlich einfach nur nach rechts hier auf den auf die Bossfresse drauf und dann kann man noch mal gegen den Boss kämpfen. So, wir sind jetzt schon in Welt 2. Das ging richtig schnell. Das waren nicht mal eine halbe Stunde. So, wir gehen zu G-Wiz. Bams. Machen wir auch noch in dem Part, ne? Ja, okay. Dort dagegen? Nein, ich bin schon längst drin. Egal. Warum musst du uns denn immer ein Dorn im Auge sein? Hm? Was? Wo war ich? Tiny war ein guter Junge. Er hasste alles und jeden. Aber er hatte trotzdem ein gutes Herz. Sei nächstes Mal netter zu meinen Handlangern. So. Und wieder im Mittelalter. Hui. Ich dachte, wir sind in der neuen Zeitzone. Wir sind immer noch im Mittelalter. Was ist denn das? Und hier gibt es 100. Ich habe das Gefühl, die werde ich nicht alle kriegen. So. Aber ja. Super Bauplanung. Natürlich irgendwie unlogisch ist hier. Solche Kisten, die hat man vorher nicht gesehen. Ob man jetzt
die oder die gehabt hätte, wäre doch eigentlich vollkommen egal. Ich glaube, denen sind die Ideen da ausgegangen. Das ist die einzige logische Erklärung. Oh, Aquaku. Ja, damit. So, ein Zauberer. Was? Wieso habe ich keinen Aquaku bekommen? Ich habe doch gesehen, wie ich da... Boah. Was willst du denn? Hup. Die Unterhosen. Bams. Sehr schön. So. Ist da oben was? Ich glaube, man muss aufpassen jetzt mit dem Superbauchklatscher. Ich glaube, damit kann man auch Kisten in der Nähe schon kaputt hauen. Wenn Nitro in der Nähe ist, ist das, glaube ich, nicht gut. Hier, gucken wir mal. Ja. Obwohl, so schlecht ist das eigentlich nicht, ne? Ich meine, schlecht ist, dass man dadurch auch Nitro kaputt machen könnte. Aber gut ist, dass man dadurch Nitro kaputt machen könnte. So. Finde irgendwie gut, dass jetzt die Dinger so schneller kaputt gehen. So. Bevor das hier irgendwie, weiß ich nicht, kaputt geht. Babs. Ich hoffe, es da oben war nichts. Wenn mir eine Kiste fehlt, dann weiß ich welche. Ja, vielleicht sind ja auch hier 100 Kisten mal. Gucken. Ein Zauberer. Are you a wizard? Schon wieder nicht das Hühnchen töten. Ich freue mich schon auf einige andere Fähigkeiten, die man bekommt, wenn man Bosse erledigt. Finde ich auch gut, man kriegt jetzt neue Fähigkeiten, wenn man Bosse erledigt. Ich werde schon sehen, was da für geile Sachen dabei sind. Auch wenn ihr halt schon wisst, wahrscheinlich kennt ihr das Spiel alle, ne? Ich erzähle hier irgendeinen Quatsch, den ihr alle schon längst wisst. Ja, ich glaube, die Dinger gehen natürlich, da sieht schon wieder so aus, als ob man da hin kann. Warum machen wir das? Jetzt wollte ich hier voll reinreden, voll im Irre. Ja, die Dinger, die verwandeln sich in Dingens, in so Metallboxen, dann kann man nichts mehr mit denen anfangen. Das sind die Dinger, wo man so Leben und all so was rauskriegen kann. Aber ich glaube, die verwandeln sich nur, wenn man nah genug dran ist. Also so beeilen müsste ich mich eigentlich nicht, aber ich mach's trotzdem lieber. Ja, weiß ja nicht. Ich bin übrigens noch nicht verreckt. Was ist denn hier los? Ah, jetzt auch nichts mehr damit zu tun, dass ich das Spiel schon kenne, aber... Ah, das wird schon wieder... Da war schon wieder was, was nervig sein könnte. Da werde ich bestimmt dann erstmal verrecken. Warte, das ist erstmal, ich bin schon mal verreckt im Kokos-Level, aber... Ihr wisst schon. Ne, ne. Boah. So. Jetzt ganz vorsichtig nicht das Ding da aktivieren. Ja, genau so. War schon abzusehen, dass... Ach, oh, jetzt muss ich warten, bis die Pumpe auf mich da wechseln. So. Habe ich ein Leben verloren? Ich weiß es nicht. Wie viel hatte ich vorher? Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich könnte doch 100 Kisten bekommen schon. Das ist jetzt der einzige Stolperstein hier, ne? So, 18. Mal schauen. Wer schon schaffen. Oh, die Steuerung ist ein bisschen sensibler, hab ich so das Gefühl. Stylisch, ne? So. Schon wieder? Nein! Ich glaube, ich hole mir als erstes. Sonst muss ich immer warten, bis die ganzen Wumperfrüchte weg sind. Ach man, das hat alles so gut angefangen, ab Projekt jetzt. Ich habe kein Leben verloren, sehr gut. Dann mache ich das noch so lange, bis ich das schaffe. Hallo, das ist doch so simpel. Warum sollte ich das nicht machen? Ey, gib mir einen Grund, gib mir einen Grund. Ich warne euch, gib mir einen Grund. Dann machen wir das erst. So. So. Den habe ich auch noch gar nicht gezeigt, ne?
den Sprung, glaube ich. So. Ja gut, jetzt wenn man die Bonus-Level geschafft hat und die Kisten da rausgeholt hat, dann muss man halt nicht nochmal machen. Da finde ich sehr gut. Also selbst wenn ich jetzt nach der Bonus-Level frecke, ich habe trotzdem die ganzen Kisten noch. So. Und ein Leben dazu bekommen. Ich habe irgendwie Angst, dass ich jetzt so überspringe eher. Wer jetzt ein bisschen sensibler ist, habe ich so das Gefühl. Wenn man den zweiten Teil schon direkt davor gespielt hat, so 10 Minuten vorher, dann merkt man das. Oder ich bin mir wirklich nur ein. Keine Ahnung, kann natürlich auch sein. Seid voll die krassen Ritter, wisst ihr eigentlich, oder was auch immer ihr darstellen sollt. Gehört zu Cortex, ihr habt so eine Brille, ihr seid so riesig lange Typen. Aua. Ich wollte so reinrutschen. Da, ich habe 74. Da sind schon die ganzen Kisten aus dem Bonusteil mit eingerechnet und das war knapp. Ich kann sowieso jetzt nicht mehr da rein. So, jetzt habe ich auf 85. Entschuldigung. Oder verknapp. So, das wollte ich mit dem blöden Ziegenbock machen. So, ihr tötet den Ritter. Nein, Mann! Ich glaube, den kann man so nicht töten. Das ist meine einzige Ausrede jetzt. Boah! Vorsicht! Das ist explosiv, Mann! Das ist hochexplosives grünes Zeug. Da war sowieso kein zweiter Edelstein oder so, ne? Weiß nicht, was ich von diesen Typen halten soll. Allgemein hier von diesen Cortex-Schergen. So, du gehst jetzt mal weg. So, und jetzt. Bams. Zack, raus hier. Tschüss. Und Pub enden. Würde ich jetzt sagen, das ist schon der längste Part hier. Ist das jetzt der zweite oder der dritte Part? Ich bin schon so weit. Ich glaube, das ist noch der zweite Part, ne? Ding! Boah! Oh, schon wieder! Jetzt habe ich in jedem Level den Kristall und den Edelstein. Bis auf die eine Dino-Level, weil da ist ja wieder was anderes. Ne, ich spoilere euch noch nicht. Ja, wir haben 14% nach 40 Minuten. Das ist sehr gut. Ich glaube, mit dem Spiel werde ich ein bisschen schneller fertig sein. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 3. What? Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.